So, moin. Und das hier auf jeden Fall. Also das andere hier draußen, das kannst du auf jeden Fall retten. Und das, wie sieht's? Wie schaut's? Das sieht man nicht. Das man auch grundsätzlich dreht. Ja, das kriegt man hin mit Öl. Der Ständer ist dran. Das Licht bleibt nur dran, wenn es funktional ist. Nee, das funktioniert nicht. Weder nicht. Da ist alles dunkel. Dann muss es ab. Und, aber das ist ja am Korb dran, also das ist ja dann damit erledigt. Bei dir, ich baue hier hinten ab. Die Kette fetten wir, ölen wir, wird durchgeschmiert. Der Sattel muss natürlich getauscht werden, dieses grandiose Stück an Verwesungszustand. Endzone, das ist genau das. Das beschreibt das, was das ist. Die Endzone. Das war's, bis hierhin und nicht weiter. Und? Na, wurde klar. Brennen wir erstmal. Der Rest funktioniert, aber auf alle Fälle. Wir müssen jetzt kurz gucken. Lager, Pedal, ja. Mach mal du. Das ist sowas von locker. Locker ist nicht. Locker darf nicht. Haben wir. Die Schraube muss hier raus. Die Schrauben müssen raus. Was ist das jetzt? Na gut. Upa. Ja, jetzt muss ich die Felle hier raus. Okay, pass auf, Brille ab. Bald lässt sich leicht drehen, dann kriegen wir es auch raus und drehen es wieder rein hinterher. Und dann ist gut, besser. Also, dann hast du auch mal eine Tun-Tretkurbel abgezogen. Siehst du, ist ja vielleicht auch. Hast du das schon mal gemacht, eine Tun-Kurbel? Tun? Nee. Tun? Nicht Tun. Tun. Nee. T-H-U-N, nicht T-U-N-E. Bede Deutschland, zwei verschiedene Qualitäten. Eine Tun-Kurbel. So, der Lehrling macht die Tunkurbel. Tunkurbel. Tunkurbel ist nämlich ein bisschen anders abzuziehen. Eigentlich fast simpler, muss man sagen. Und die Brille brauchen wir ja hier nicht mehr. Also wie jetzt nicht. 6 mm Inbusschlüssel. Ich glaube, da muss ich einmischen. Wie? Das darf ich nicht einmischen, ne? Alter. Ach, sauber. Pitlock drauf. Lockteilt es immer auf den Dingern. So, was haben wir hier? Haben wir keine Winde? Hier muss ich eine Schraube drin oder was? Genau. Eine Abziehschraube. Das ist auch bei den Abziehern denn? Das ist die hier, genau. Hoffen wir, hoffen wir, hoffen wir, hoffen wir.
Jetzt kommt er, ne? Jetzt kommt der Punkt. Sehr gut. Muss schon. Ist schon ab. Halt, stopp. Hört er jetzt nicht. Sie ist schon ab. Gott sei Dank, im letzten Moment. Hand runter. Da, kommen sie. Ah, alles Einzelkugeln. Ja, wir sind einzeln hoch, deswegen. Ja. Hast du? Ja. Ich gebe mal da rein. Brille. Vielleicht sehen sie aber auch mal so aus. Haufen Dreck drin hier. Haufen Grün. Weiter kann ich mit der Hand hier drin. Öl an. Hast du da Öl drin gemacht? Nee. Los, können wir die 40 hoch machen. Auf die Kette habe ich die 40 hoch gemacht. Nee, lieber das Haftzeug, weil das kriegst du ja da drin in die scheißen Arbeit. Lieber das Haftzeug bei den Dingern. Wir sind ja nicht überhaupt nicht gedichtet, die Dinger. Nee. Mal nochmal aufmachen, nochmal rausbauen kurz. Hinterrad auf der Seite öffnen, Kranz ab und an das Hauptlager, was dahinter sitzt, wird jetzt so ein bisschen leer, ist Fett drin drücken und wieder zumachen. Ah, ja, klar. Schlüssel. 15, ja. Genau. So schlampi ist das ja nicht. Das ist ja nicht so übel, das Rad. Bin ich gar nicht. Was man noch machen könnte, natürlich, jetzt sind jetzt Stahlfelgen drin und so ein Scheiß, ja. Das ist ja alles nicht das Gelbe vom Ei und die Reifen sind alt. Aber ansonsten. Nee, das tut ja auch nicht so schlecht. Nein, na, auf der machst du das ab. Die Abdeckkappe ab und dann kommst du ans Lager ran. Ach so. Du machst du ja nicht groß auf. Dann kannst du aufmachen und warten. Und immer angucken, wie im Vergleich. Ach so, da, da ist ja so ein Zahnring. Hi. Hi. Musst du schauen, ob das schon reicht, um ans Lager ranzugehen. Ja, ich komme ans Lager ran. Muss man mal sehen. Wisst ihr, ans Lager komme ich ran. Ja. Na, wenn nicht, schraubst du das halt auseinander und drückst da richtig Fett drin. Das Problem ist, dass dieser Dreck, der jetzt davor sitzt, drin gewaschen wird durch den WD-40. Ja. Und dann fängt es an zu knacken. Wieso? Also eigentlich, ja, korrekt wäre, natürlich, auseinandernehmen. Einmal hochnehmen. Ist ja nur eine einfache Rücktrittnahme. Einmal hochnehmen, einmal angucken. Einmal ausspülen mit der Lager nach unten, Bremsen rein hier, ringsrum, richtig raus, drücken halt und dann mit Fett wieder nach, wenn du dich zerlegen willst. Wenn du denn zerlegen willst, ja, dann machst du das ganz normal, klassische Art und Weise. Weißt du? Nee, also zerlegen wollte ich das eigentlich nicht. Das war relativ kostengünstig. Das hat was mit dem nichts zu tun. Das hat was mit dem. Aber. Mach den mal rüber kurz.
Ja, Stilgrind, weil das ist halt nicht richtig gedichtet. Und da, deswegen ist WD-40 halt gefährlich, weil man mit WD-40 soll man nie an Narben rangehen. Weil das immer den Dreck, das Öl, das Fett auswäscht und der Dreck bleibt drin. Und das ist auch ganz wichtig, den Ketten, den Lagerring nur von den Lagerring nur von der Innenseite zu fetten, weil sich das Fett so zwischen die Kugeln presst. Und weil das an der Stelle halt gefährlich wäre, von der anderen Seite zu fetten, wegen der Walzen, wegen der Mitnehmer. Walzen. So. Weil die dann verkleben. Die sind einfach am Verkleister. Könnte ich jetzt eigentlich noch ein bisschen den Grind rausholen. Naja, gut. Was sagst du? Ach, ich hab was vergessen, sag ich. Achso, Lager. Da liegt nur ein Lagerring. Nöp, nöp, nöp. Zonk. Das war ihr Zonk für diesen Tag. Jo! Schon wieder Wunder, warum kriegst du mich das nicht? Ein Rad zum Verlieben. Sprich mal meine liebe Firma. Handgelötete Rahmen und so ein Quatsch. Das hier stammt leider nicht mehr aus der Zeit. Die Mutter nachziehen, so, wenn man so schwer ankommt. Sonst immer. Ich nehme mal noch den Dreck aus der Staubkappe. Definitiv die Mutter nachziehen. Nutzt die Möglichkeit. Wenn man das Hinterrad draußen ist, einfach machen. Ja. In dem Fall Fett. Genau. So, alle Mutter nachgezogen und ein bisschen gefettet mit einer Haftschmiergeschichte. Und wichtig. Ach, was ich noch nicht probiert habe. Dann hätten wir ja alles umsonst gemacht, wenn sich der Sattel nicht bewegt. Uiuiui. Erst die Staubkappe oder erst den Kronos rum? Nee, nee, so. Ja, das passt doch. Ich bin schon gewundert. Ja, und der Arim hat heute eine Favorit haben wir auseinandergenommen. Immerhin. Favorit. Ist jetzt nicht das älteste Modell. Spiel? Nö. Links, rechts ist egal jetzt. Ein Tick kann er noch. Ein Tick, Tick. Problem liegt daran, die bauen halt teilweise wirklich Hybridfahrzeuge. Das Einzige, was noch vom Fahrrad ist, ist der Pedalantrieb und ja, der Rest ist dann teilweise Kfz-Technik
Motortechnik, also Motorradtechnik. Aber diese Läden existieren ja. Die gibt es ja auch. Es gibt ja diese Läden, die sowas verkaufen. Und die es verkaufen, können es auch reparieren. Und deswegen würde ich halt so ein Netz natürlich aufbauen. Ah, hier komm, ich habe wieder Probleme mit dem Wechseln. Würde so ein Netz aufbauen von Leuten, die das halt, ja, natürlich sich darum voll kümmern. Damit auch der Kunde die volle Zufriedenheit hat. Ne? Locker, zieh nochmal nach. Ein Ticken. Nicht mal eine Viertelumdrehung. Was ist denn den Konterschlüssel? Nee, das ist nicht der Konter, den du nachziehen musst. Du musst das gegen die Achse ziehen. Du musst das gegen den ziehen. Das gesamte. Sprich, den öffnen eigentlich. Auf. Auf. Achso, auf. Das ist da lang. Genau. Okay. Dann den einmal so. Und jetzt zu. Und jetzt zu. Ja, weil der konnte den gehen und mal fest. Also nicht mal eine Viertelumdrehung. So ist jetzt guter Lack eigentlich. Wenn du das nur hier hinten siehst, dann ist das wie von diesem hier hinten mein Maß. Okay, das fängt hier schon an. Geht hier weiter. Hat hier den Höhepunkt und hört hier wieder auf. Die Schlüssel sind inzwischen schon fast seltener als die Namen. Die waren früher nie der im Werkzeugding dran. Ja. Zack, schon läuft so wieder relativ gerade. So kann man es machen. Heute nichts zu tun, ey, schau an. Nicht! Nicht! Nicht, nicht, was haben wir denn entdeckt? Ein 10er Schlüssel. Ich habe eigentlich gerade was anderes in der Tasche. Das kann ich ja brauchen. Gerade wo alles funktioniert, macht der Sattel schlapp. Nee. Ach Scheiße. So viel Arbeit. Da, kurze. Okay. Jetzt ist immer geschockt hier. Ja, der kam. Das habe ich doch gespürt. Ich habe doch gespürt. Und dann sollen wir wieder rauf? Nee, nicht mit der. Der Probenwasser. Da muss ein anderer Klo machen. Ja, bei der stößt aufeinander, den kriegst du nicht heute noch zusammen. Ah ja. Da muss ich so einen anderen Klo umgeben, der so richtig so. Ah, die kriege ich da liegen, so einen schwarzen. Ja, so. Ja, so ein. Ah ja. Aber könntest du nicht hier arbeiten. Ja, diese Sattelstützen-Dinger, das kann ja echt nicht brechen, so ein Teil. Für
10, Herrgott, für 10. Da muss eh noch was sein. Da. Da ist er. Soll ich sehen? Das Beste, was passieren kann. Also, niemals aufheben, wenn die mal kurz fest ist. Also nicht natürlich. Was guckst du? Was los? Komm gleich rauf, ich komm gleich rauf. Ich schon nach. Moin. Hey, moin, moin. Grüß dich. Ich sag mal, ich hab eine Frage. Ja, was denn? Nimmst du auch alte Räder kostenlos ab? Ja, das nehme ich, ja. Ja? Die meisten landen zwar dann da drinnen, aber ja. Nimmst du, ja? Naja, ich bin Hausmesser, deswegen. Ja. Weil ich habe überall auf der Höfe Fahrräder, ich weiß nicht, wohin damit, die Scheiße. Muss alles offiziell sein, sozusagen, gekennzeichnet sein. Wisst ja selber, wenn du Hausmeister bist, dass die vorher, musst du die kennzeichnen, den Leuten die Chance geben und dann holen wir sie ab. Ja, auch, ja. Bei denen sind auch dann immer Zettel, guck doch wieder bei dem, was im Schrott liegt. Ja, ja. Nächste Woche, Freitag. Müssen wir uns irgendwie so richtig verabreden, weil ich nächste Woche. Nicht in die Schweiz von hier. Wo denn? In der Landerstraße 12. Landerstraße 12. Ja, ist so. Die Schweiz. Ich komm einfach weiter hier vorbei. Naja, dann musst dann können wir entweder rüberlaufen, sind bloß. Musst du sagen, wann? Ja, wenn ich fertig bin mit der Arbeit. Also ich melde mich einfach, bist du ja jetzt einen Tag da, oder? Nee, bin ich eben nicht mehr. Ab nächste Woche Freitag. Da bin ich eben nicht mehr. Da musst du denn. Winterpause. Da mache ich denn. Habt ihr auch sowas irgendwie die Plex? Ja, was haben wir da? Habt ihr da, ja. Aber wenn du einen Stromanschluss auf dem Hof hast, haben wir auch eine Flex. Keller anschrufen, kein Problem. Ja. Das ist alles kein Problem, bloß bei dem Farbe drauf. Ja. Das geht weg heute, ich schwöre es. Geht weg. 80 Euro ist nicht teuer, wa, heute? Siehst du? Von Wolfgang genehmigt. Meins war ja schon mit 50 Euro nicht teuer. Ja, das war aber schweineschwer war das ja. Naja, aber. Schweineschwer. Aber die hat sie ja genommen. Ich will den Scheiß hier. Hä? Ab. Herr Wolfgang, setz dich doch. Aber hier, ich hab's nicht gespielt. Lagerspiel. Viel Spaß. Ja. Pardon me, but it must be outside. Ja, so ist es, Thomas. Wie denn? Wie ist es denn? Sag mir, wie es ist. Nur einfach so. Einfach so ist es. Das hast du bis Ende März zu. Ja. Bis Anfang März. Bis ich bedankt habe, wie nach hier die ersten Leute kommen. Wolfgang wird nicht depressiv in der Zeit. Oder? Wir sehen uns ja, wir wollten ja noch Aufnahme machen. Können wir jederzeit nachher machen. Was hat er denn nachher erzählt? Zeit habe ich eigentlich. Na ja, ich meine, ja. Robert, du mich hältst da oder was? Ja, ja. Wenn er noch kommt oder anrufen oder was, weiß ich. Hast du dazu gesagt? Na, wieso? Ich hab's zugesagt, oder wie? Robert, ach komm! Oh nein, Robert, naja.
Robert, ne? Es ist, heißt ja Robert, ja. Robert hat zugesagt. Ja, ja, ja. Was brauchst du? Ich suche einen Brautfahrer. Ja, nach oben steht er jetzt. Ganz günstig. Ist das ohne Gangschaltung? Ja. Wunderschöner, ohne Gangschaltung. Ja. Du suchst jetzt mit Gangschaltung, wir machen gerade hier das nächste fertig. Aber du kannst ja nicht drüben gucken auch erstmal. Oh, es drüben alles, ne? Genau. Na, ansonsten hier, das wird auch ein günstiges. Mit Gangschaltung so um die 100 Euro. Ja, ich dachte, so bis 200 Euro, wenn ich das ausmache. Ja. Das kostet halt nur 100. Tut mir leid, ich kann nur 200 nehmen. Wird so 5 Kilometer sein, so ein Arbeitsweg. Dann musst du mal schauen, da wo Preisschilder dran sind drüben. Das ist aber wie den meist teurer. Coole Idee, das einfach mit so schnell. Urlaubskasse. Super, ja, mit 2 Euro geht das ganz gut. Ja, da kommt. Herr Thomas, hast du Geschichte wieder gehabt? Die waren ja auch dreckig verhüllt. Und dann bringen sie die hierher. So, ganz ehrlich, mir persönlich ist das echt real, wie das Fahrrad aussieht. Oh ja. Aber dann müssen die Leute auch dafür bezahlen, wenn es scheiße aussieht. Und wenn sie das nicht wollen. Halt nicht mehr gesagt, also dann würde ich doch gleich 3 Euro mehr Reinigungsgebühr nehmen oder was weiß ich. Nee, das geht in dem Fall, also würde ich halt ganz klar sagen, wie was, die Kette ist tot, die Kette muss erneuert werden. Punkt. Ja. So, und dann würde ich anfangen, Züge, Belege. Und dann würde ich ihm eiskalt sagen, 70 Euro. Willst du nicht bezahlen? Tschüss. Er macht ja auch meistens mal die Voranschläge, ja. Kommt bevor sie hier lassen. Ja. Manche sagen dann auch noch, ist ja so teuer. Naja. Ich meine, überleg mal, wie viele Stunden du daran sitzt an so einem Scheißding. Dann kriegst du meistens nicht mal irgendwelche Teile raus. Ja, wie zum Beispiel Sattelstütze oder Lenkkopf, also Lenker. Ja, und dann, was willst du denn machen? Das stimmt schon, hast schon recht. Ja, fahren die Räder, bis sie Gurken sind. Ja, und dann wollen sie, dass du da scheiße Gold machst und das am besten für umsonst. Da sind wir gerade da, ja, das stimmt da, ja. Haben wir auch schon mal gesagt, ja, kannst du nicht. Weil klar, die Konkurrenz ist sehr groß in der Köln, wa? Gibt da so viele Fahrradläden, ja. Da kosten die Menschen aber. Weil die Mutmüte da war ja gerade. Reifenputzer mit Stahlwolle. Er hat gesagt, da waren schon Räder, die haben schon Räder gebracht. Die sahen aus, als ob sie aus dem Schrott geholt haben, wollen sie repariert haben, ja. Ja, und dann wie gesagt, am besten für umsonst. Ja, das ist richtig. Also. Hast du in der Zeit ja viel gelernt, wa? Ja, ein paar Sachen habe ich gelernt. Aber ich meine, ich schraube ja nur schon seit 40 Jahren Fahrräder oder so. Ach ja. So ganz unwissend bin ich halt nicht. Ja, nee, das ist nicht wahr. Jede Grenze alle im Zau sind für Behindertenverein, weil der Fahrräder macht. Ja.
Fensterallee oder Blaschkorn oder so. Da in die ja, Blaschkorn. Ah ja. Ja, hier kann ich nicht arbeiten. Was? Ach, das ist zum Kotzen. Das haben wir hier am Tor hoch, weil vorbei. Na ja, können wir mal Mittag machen. Ja, hallo. Hallo. Hallo, mein Moin. Lieber. Alles gut? Alles gut. Alles okay. Diese Tisch, das ist vielleicht noch da. Ja, guck da, steh auf meinem Bruder. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich, was ist jetzt damit? Ja, was denn, was denn? Wer sagt? Wer sagt? Ich sag nicht. Nee, du sagst, du kennst ja meinen Preis. Sag mal. Schon einfach. Komm, sag. Nee, ist doch ja, was ich sage, du sagst ja eh was anderes. Deswegen, sag. Das wirklich, ich möchte nicht. Sag. Was sagt er jetzt? Ich bin gespannt, was sagst du? Komm, sag. Aber dreh mit mir. So, jetzt sieht's los. Oh, dann wieder. Nee, das geht nicht. Nein. Nein, ist so. Ja, fast schon italienische Temperament, was du hast. Nein, Komm, sag. Sag schnell, jetzt wird's laut. Genau, sag schnell, jetzt wird's laut. Das müssen wir. Nein. Warte mal. War immer noch die ausgefranste Scheibe. Ach so, na die ab. Natürlich, um Himmels Willen. Jetzt fetzen die hier. Jetzt haben wir die Körper bewegen. Ja, ich bin ja er kommt wieder! Weg ist er! Ich muss mal meine Flaschen aufrufen. Der Motorrad steht draußen, ja, dann packt es doch mal. Na, Heck, mach die ab. Jo. Wir sind nicht mal gut, Werkzeug hast. Na, hier, das ist es. Ach so, ja, du brauchst ja was drücken. Brauchst du drücken? Check hier, und dann. Ist natürlich mit dem Schutz scheiße. Hast du wo? Da drin. Muss mal gucken, ob du eine schmale. Da läuft ja überall Wasser raus. Nee. Weil das nicht geht. Ah ja. Das muss nachgezogen werden. Du bist schon da. Ja. Einfach nur so, ne? Ja, aber nachher ans Fest kommt Jans ab, wisst ihr auch. Nee, nicht beim Trittlader. Da habe ich schon ein gutes Gefühl. Da braucht man noch hin. Das ist eigentlich nur Kunststoff, aber ich mach mal eh mal. Das war noch nie ausgebaut, weißt du? Tja. Ja, manchmal ist das so. Manche Modelle, Mantelle. Muss ich halt angucken. Na, das beurteile mal selber. Ich beurteile selber. Um was geht's denn? Um meinen Antrieb. Antrieb. Da ist ja nicht viel dran. Antrieb. Okay. Was soll ich denn urteilen? Die Kette hängt. Drei Wettertaft. Oh, ja, das ist kein Problem. Das ist das bekannte Problem des Freiwaschens der. Muss wieder eine Narbe. Narbe raus. Kinders, es ist ja mal das gleiche. Hier Antrieb. Es wird kalt, die Jahreszeit. Schaut.
dieser Vorlauf. An der Narbe ist nichts kaputt, überhaupt nichts ist daran kaputt. Sie ist einfach nur beschissen, noch nicht mal verharzt, wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen verklebt irgendwie. Ich weiß es nicht, die ist noch nicht mal alt. Das ganze Rad ist noch nicht mal alt. Es sieht alt aus, ja? Also im Sinne von alt. So ein Rad kann ja alt werden, kann 50, 60, 70 Jahre alt werden. Die Räder sind nicht alt, die sind 5 Jahre alt. So. Das ist eins meiner am wenigsten vermieteten Räder. Das hat die wenigste Laufleistung von allen, weil es eben nur ein Gang ist. Aber dadurch steht die Narbe auch ewig rum, wird nicht bewegt und dadurch verhärten sich diese Scheißfette, die sie da reinmachen. Ich habe keine Ahnung, was die da an Fett reinmachen. Derart, dass es zum Winter hin immer mal einen kleinen Freilauf nach vorne gibt. Ja, unerwünschter Effekt. Hier kommst du ran, das ist alles kein Hit, ja, aber man muss es halt machen. Und die wenigsten machen es mit eben bei sowas. Du hast schon Handschuhe an. Ja. In Erwartung einer neuen Narbe hat er schon die Handschuhe an. Das ist eine Velo-Stil, ne? Das ist die einfache Version, wie gesagt, von der Kakerlaka. Aber das ist ganz typisch. So ätzend. Panoptikum hier da draußen. Alle da. Ja. Guck mal hier, fass mal an. Das ist ja gut wieder. Gleiche hier klebt wie so. Na gut, du kannst dich gar nicht fühlen. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Denk dran, wir kommen nicht weiter ran an die Narbe. Das biegen wir diesmal nicht auseinander. Das war ja letztens schon die Katastrophe. Na, die liegen auf jeden Fall noch frei. Einfach nur frei sauber waschen. Mit. Wo ist die Flasche? Hier ist die Flasche. Mit, wenn die Hütte nicht auseinanderfällt, das Lager ist auch noch fest. Also, einmal reingesprüht hier, schön mit der Bremse rein, ja? Damit ist natürlich jetzt alles rausgewaschen, ja? Ich kross noch mal hier richtig nach hin. Mit Hochdruck in die Kammern, in die Reste hier. Klappen. Das habe ich jetzt nur so aufgesetzt. Natürlich, das passt nicht zusammen, das ist mir schon klar. So. Ich merke jetzt schon, dass es geil funktioniert hinterher wieder. Einfach genial. Macht es vom Winter alle einfach mal. Wer kann, macht's. Wer nicht kann, lässt's machen. Die Velostil-Narbe bis hierhin auseinanderbauen. Kein Thema. Mehr geht leider nur sehr schwer. Einfach weil es auf Verschleiß gebaut ist. Die soll halt hier. Sobald das Ding kaputt ist, sollst du es hier auseinanderbauen. Kannst du zwar auseinanderbauen, aber kriegst es nicht mehr schön zusammen. Totaler Schwachsinn. So ein großes Teil, einfach nur ein Sprengring rein, fertig. Oh. Was, Kundschaft? Hört sich so an. Jo. Hallo? Wer bitte? Do you speak English? A little bit. Okay, we're looking for a cycle to buy. Ah, und wieder. Ah, das Schloss habe ich hier nicht gleich oben gelassen. Das ist gut. Abdrehen. Wollte ich nicht. Ja, man. Es ist ab. Was soll man machen? Naja. Abdrehen wollte ich eigentlich nicht. Vorhin wolltest du abdrehen, da hat es nicht funktioniert. Da hat sich gelöst. Nö. Da habe ich so viel Flex. Nee, ja, da war die Schraube ist runtergegangen. Ja. Man hat gedacht, abdrehen funktioniert, aber nee, da war die Schraube schon so ausgelutscht. Irgendwie war die nicht mehr gut. Klappt schon, ich kann immer drehen, das Material kann ich drehen bis
zum Bruch. Ja, scheißegal, ob Lenkeis oder das passt schon irgendwie. Aber das ist ja nicht Sinn. Morgen, Vorderrad. Ja, Mike, jetzt ohne mehr. Kein Bock. So, oder wieder Feierabend, da war Zerlündete. Feierabend, Feierabend, Alter. Morgen ist noch ein Tag. Dann machen wir den Rest hier von dem Rad. Das habe ich ja geschunken gekriegt. Wie sagt man so schön? Geschunken gekriegt. Ja. Allerdings mit total Schaden. Der Sattel, ey. Du kannst immer wieder drum rumfliegen. Von die Mondlandschaft. Ja, Feierabend, Feierabend. Feierabend, wie der duftet, kräftig, deftig, würzig, süß. Pommerschau aus dem Buchen auch, die esse ich jetzt. So ist der Brauch. Was wollte ich sagen? Gute Nacht, wollte ich sagen. Was ist denn los hier heute? Ist ja unglaublich. Was war denn das für ein Tag wieder? Macht's gut, liebe Leute. Klappt euch wohl. Wir sehen uns morgen wieder. Ich bin jetzt ein bisschen fertig auf der Röhre, weil das war ganz schön anstrengend heute der Tag für mich. Nicht arbeitstechnisch, überhaupt nicht eigentlich. Also arbeitstechnisch war heute auftragstechnisch. Was ist denn das? Kommt hier was? Auftragstechnisch war eigentlich gar nicht los. Das war einfach nur Gequatsche. Dieses ganze Gequatsche von den tausend Leuten, die man so im Laden hat, das ging mir heute richtig auf die Nerven. Tatsächlich. Weil sie einen alle mit Problemen lassen. Manche Tage hat man ja, da kann man nicht ab. Da ist das alles in Ordnung und so. Geht auch eine ganze Zeit lang gut, aber irgendwann ist es auch zu viel. Vor allem, wenn es sich immer wiederholt, wie jeden Tag dasselbe, wie jeden Tag dasselbe. Ja, und das ist bei einigen Leuten im Laden ist es tatsächlich so, dass es eben jeden Tag dieselben Probleme sind, die dann wieder durchgekaut werden und dann versucht man ja schon zu helfen und versucht die richtige Richtung. Aber man sagt ja auch dazu, man kann eigentlich nicht helfen bei den Problemen, weil es sind ja nicht meine Probleme, es sind ja deren Probleme. Deswegen müssen die eigentlich eine Lösung finden für deren Probleme. Es ist total schwierig. Und die wollen aber, dass man sich einmischt, die wollen aber dann Meinung hören und dann sagt man eine Meinung und dann wird es trotzdem am nächsten Tag wieder hochgekaut. Das geht halt nicht. Das geht nicht. Das nervt dann halt auch. Und dann muss man manchmal raus. Dann muss ich gesagt, Leute, ich muss mal kurz weggehen. Das kann ich wohl nicht, geht halt nicht. Kann ich nicht ertragen. Ich versuche schon mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, zu helfen. Mit Quatschen, mit Zuhören. Ja, manchmal einfach. Auch mit Geld. Das ist so ein Problem, was ich habe tatsächlich, dass ich dann auch mal doch mich verleiten lasse zu irgendwelchen Käufen, die ich eigentlich gar nicht machen will. Einfach nur sage, komm, dann hast du hier ein bisschen Geld oder so. Ich will gerne Geld einfach so aus der Hand geben. Kaufe ich auch einen Schnulli, irgendwas, oder jetzt habe ich halt ein Fahrrad heute gekauft, zum Beispiel, das kann ich haben, eigentlich. Weil ich weiß, das ist nur negativ belegt, eigentlich. Wenn ich das jetzt gekauft habe für einen günstigen Preis, dann wird mir das ein Leben lang jetzt vorherhalten, wahrscheinlich. Also, ich hoffe nicht, aber so eine Sache. Ist ja auch egal, geht euch nicht an, will ich euch nicht mitbelästigen. Wir sehen uns morgen wieder, macht es gut, bis dann, ciao, sagt der Tommy. Bis dann.